Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kanalvorstellungsvideo. Ja, ich mache ja, wie ihr schon wisst, mit Sicherheit Kanalvorstellung. Ich habe auch schon ein paar Anfragen bekommen, aber heute ist es sozusagen eine Kanalvorstellung beziehungsweise eher Partnerschaftsvorstellung an, also Partnerschaftsvorstellung, Kanalvorstellung. Ja, so kann man das nennen. Ja, ich habe heute einen Kanal für euch, der nennt sich Jukatori LP beziehungsweise Jukatori 2011, wie man hier sehen kann am Kanaldesign, aber da kommen wir natürlich später dazu. Ja, als erstes, ich habe mit ihm, also mit Jukatori, geskypt und ja, dann habe ich ihm auch mal eine Partnerschaftsanfrage geschickt. Moment, sehr unprofessionell von mir, aber das kennt er ja. Und jo. Und dann haben wir uns entschlossen, eine Partner, also nicht jetzt eine YouTube-Partnerschaft, sondern eher so eine Kanalpartnerschaft zu machen. Und ja, diesmal will ich euch, also dann werde ich ihn euch diesmal mal vorstellen. Diesmal, ach, Sprachfehler ohne Ende. Ja, wir fangen an mit dem Kanal, also mit dem äußeren Erscheinungsbild, mit dem Kanaldesign und ja. Man sieht, der Kanal ist ziemlich lang, also das ist schon mal top, also ein ziemlich langer Kanal, weil ich mag diese langen Kanäle mehr als diese kleinen, die nur bis da oder so gehen, also hier so. Ja, und das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut, gefällt mir, das Kanaldesign überhaupt gefällt mir richtig gut, richtig professionell, also richtig gut, ich weiß nicht, was man dazu noch sagen kann. Hier sieht man halt den Schriftzug Jukatori 2011 und hier nochmal umgedreht und hier dann noch eine Assassin's Creed, also Alter Ehe von Assassin's Creed und von Assassin's Creed 2 Ezio Auditore. Gut, hier haben wir noch eine Battlefield 3 Figur und von, jetzt komme ich nicht auf den Namen, verdammt. Ja, Mann, jetzt bin ich blöd. Ach, komm jetzt nicht. Also, ja, werde ich gleich vielleicht noch drauf kommen. Okay. Dann gehen wir mal zum Rundown. Abonnenten: 102 Videoaufrufe. 9189 Videoaufrufe. Gut, dann gehen wir mal hier und zoomen mal hier ein bisschen ran. Und sehen dann hier The Master of Disaster, sehen wir hier auch nochmal ganz wunderbar. Master of Disaster, zum Labern geboren. Ja, denn hier, hallo und herzlich willkommen auf meinen Let's Play Kanal. Schön, dass du hergefunden, hast. Hier findet ihr Let's Plays in 720p. Mit mal mehr, mal weniger sprachlichen Wert. Wenn dir meine Videos gefallen und auch wirklich vorhast, sie zu gucken, dann aber auch nur dann abonnieren. Über Kommentare, konstruktive Kritik oder PNs freue ich mich immer. Spielvorschläge sind auch erlaubt. Für weitere Fragen steht in meinem FAQ. Ja, der hat sogar einen Upload-Plan. Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag Assassin's Creed Revelations. Mittwoch Random. Samstag und Sonntag Ruhetag. Haha. Ja. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Abweichungen sind vorbehalten. Ist natürlich logisch, man kann jetzt nicht jeden Tag das hochladen, was man jetzt ankündigt in den Upload-Plan. Das ist natürlich selbstverständlich. Gut.
Ja, jetzt gehen wir mal zu seinen Videos. Er Let's Played. Moment, steht das hier nicht sogar? Oh, steht sogar hier. Okay, Haupt, Assassin's Creed Revelations, neben oder random Call of Duty oder COD, Modern Warfare 3 Multiplayer, Together. Pausierte Projekte sind Let's Show Minecraft, beendete Let's Play Battlefield 3 Koop-Kampagne, Resident Evil 5 Together oder 5 Together, Mirror's Edge, Portal und Assassin's Creed 1 oder Assassin's Creed. Kommende Let's Plays sind Dead Space. Jetzt weiß ich auch wieder, wie diese Figur heißt oder wie das Spiel heißt. Dead Space. Kam ich eben nicht drauf. Ziemlich merkwürdig. Gut, Splinter Cell Conviction. Koop. Assassin's Creed 2. Und Assassin's Creed Brotherhood. Und eure Vorschläge. Kanalregeln hat er natürlich auch. Kein Spam, kein Flame. Netter Umgangston, kein Spoilern, kein Sub for Sub, Missachtung führt zum Block. Ja, ist hart gesagt, aber habe ich auch, ist eigentlich genauso hart gesagt, außer dass ich nicht hingeschrieben habe, dass es zum Block führt, aber das ist ja selbstverständlich. Ja, gut. Hier könnt ihr noch sehen seine YouTube GMX E-Mail-Adresse paolo.youtube@gmx.de. Paolo ist sein Vorname und ja, beste Grüße, Jukatori. Gut, jetzt kommen wir aber mal zu den Videos. Hierzu nehmen wir mal Call of Duty Modern Warfare 3 Multiplayer. Oder nee, das ist nämlich nicht. Ich nehme Assassin's Creed Revelations, weil da hat er in seinem Video erzählt, dass das nicht für die Zuschauer gilt. Also doch, gilt für die Zuschauer, aber jetzt nicht so Bezug auf die Zuschauer zu nehmen, weil das einfach mal so random aufgenommen wurde. Deswegen nehmen wir mal Assassin's Creed Revelations, das ist ein Singleplayer-Let's Play und passt dadurch auch ganz gut. Ist eine Qualität von 1080p natürlich, also eine richtig geile Qualität. Die Qualität der Videos ist wirklich auch super. Wir werden das jetzt mal hier auf 1080p versuchen zu laden. Gut. Aber dann können wir schon mal, solange es lädt und lädt, können wir erstmal auf seine Aktivität seiner Videos kommen. Ja, hier ist einmal ein Kommentar von mir selbst und ein Tipp von mir selbst für Revelations. Dann haben wir hier noch einen Kommentar, das heißt 6 Kommentare insgesamt. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ich gucke mir gleich nochmal andere Videos an, ob die genauso gute Kommentarzahlen haben, weil dann hast du eigentlich schon eine ziemlich gute Resonanz auf deinen Let's Plays. 27 Aufrufe ist eigentlich ziemlich in Ordnung, weil ich bekomme auch nicht mehr und ich habe noch mal 100 weniger Abonnenten, das ist ja das, also eigentlich schon ziemlich gut. 9 Aufrufe, gut, hier ein paar Abweichungen sind vorenthalten. Gut, ja, nehmen wir Vollbild zulassen. Ja, weiß ich. So. So. Hallo. Moment, Leute. Ja, gut. Egal, dann ist das jetzt so, aber ihr... Oh, geht weg, okay. Gut, wir gucken das jetzt mal auf höchster Auflösung und gucken uns das mal an. Erst kommt hier ein nettes Intro, was richtig geil ist, muss ich sagen. Und ich halte jetzt mal meine Schnauze. Bis gleich. Lalelu, der Mann im Mondschau zu. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Am Mike für euch, der Jukatori. Und wir machen weiter mit dieser Meister-Assassin-Mission. Wie gesagt, ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, ich glaube, dass es eine dieser Alter-E-Missionen wäre, obwohl das ein bisschen wenig Sinn ergeben würde, dass es so gekennzeichnet ist. Aber wir werden jetzt sehen, was uns da drin erwartet. Gucken wir einfach mal rein. Okay. Mal schauen, was wir hier haben. PTF. Hä? Habe ich jetzt was verpasst? Sind Sie sicher, dass Sie diesen Anführer... Diese
diese Feste abstellen möchte. Nö, eigentlich nicht. Also ich finde den eigentlich, der macht deinen Job ganz gut und so, aber was für eine Mission denn jetzt so? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Und ich verstehe auch jetzt nicht, wieso ich so einen schwarzen Bildschirm mit so einem hässlichen Balken da hab. Sind wir wieder draußen. LOL? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, es gibt so ein... Oh, Banktresor voll. Das geht mal gar nicht. Da müssen wir ganz schnell hineilen und uns mal unser Konto auffrischen. Wie gesagt, ich... So ein paar Aspekte sind mir noch relativ neu aus Assassin's Creed Revelations. Das kann ja ein Desaster werden, wenn dann Assassin's Creed 3 rauskommt, was ja schon angekündigt ist, was ja auch sehr, was mich sehr interessiert, was sehr geil werden soll und was ich auch auf jeden Fall let's playen werde, denke ich doch mal. So, wir heben mal das Geld ab und jetzt haben wir, ja, jetzt ist unser Speicher ein bisschen voll, also so vom Money her. Gut, ja, jetzt habt ihr euch mal den Eindruck gemacht von seinem Kommentarstil und, ja... Er hat es eigentlich schon ziemlich gut getroffen, was er hier in seiner Beschreibung geschrieben hat, zum Labern geboren. ja, er redet richtig viel in seinen Let's Plays, er ist auch motiviert an der Sache, das hört man richtig raus. Zumal er jetzt nicht so kommentiert, hallo, willkommen zu einem neuen Let's Play, Projekt, und jetzt machen wir das, und jetzt machen wir das, sondern er macht richtig das mit Elan, also Elan, ist richtig bei der Sache. Und ja, das ist richtig gut. Er redet, also er unterhält einen richtig gut. Muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen. Und ja. Gut, jetzt kommen wir... Achso, ja, bevor ich es vergesse. Er lädt jetzt hauptsächlich seine Videos eigentlich in... 720p, aber wenn er hat erzählt, dass er, wenn die Videos, wenn die Spiele dazu gut ausgelegt sind, macht er die in 1080p, MW3, Battlefield 3 und so alles in 1080p, also wirklich richtig gute Qualität hat man ja jetzt auch im Vollbild gesehen, auf höchster Qualität auf 1080, man sieht wirklich richtig, richtig super die Qualität. Also fast im Originalzustand. Ja, jetzt kommen wir zur Aktivität von seinen Abonnenten. Nehmen wir mal hier ganz random Part 24. 3 Kommentare. Einer ist von ihm selber. Und ja, gut. Also so... Ich nehme jetzt noch mal ein paar andere. Zum Beispiel mal von Battlefield 3 Koop-Kampagne. So bekommt er sogar noch ein paar Aufrufe. Nice! Ja gut, ein Kommentar. Gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter runter. Dann gucken wir mal, wie sich das gebessert hat in der letzten Zeit. Zum Beispiel hier. Ein... Ja gut, da möchte ich jetzt nicht... Das ist ein Spam. Will ich jetzt nicht, dass es irgendwie jetzt so eine Scheiße steht. Deswegen zeige ich das jetzt nicht. Und eigentlich ist es ziemlich, hat sich das ziemlich arg verbessert. Hier gucken wir nochmal rein. Ja, also, muss ich echt sagen, die hat sich, also das hat sich eigentlich ziemlich gut verbessert. Also, als vorher. Vorher hattest du nur einen Kommentar und jetzt hat sich das wirklich schon ziemlich gut verbessert. Ja, ich wiederhole mich. Ich will es eigentlich nicht technisch in die Länge ziehen. Und ja, ich habe ganz vergessen, dass ich ja nur noch 15 Minuten Videos machen kann. Ha, scheiße. Ja, das ist scheiß gelaufen, aber ist nun mal so. Gucken wir nochmal in die Kommentare. Gut, da sieht's, Kanalkommentare, da sieht's ein bisschen dröge aus, aber ja, ich hoffe, es hilft dir wirklich ein bisschen mehr. Das ein bisschen mehr zu deinen auf deinen Videos oder auf deinen Kanal finden. Das würde mich auch persönlich sehr freuen, wenn du ein bisschen mehr Resonanz bekommen würdest. Und ja, deswegen schreibt einfach mal nette Kommentare. Ihr müsst den ja nicht sofort abonnieren, aber ihr könnt wenigstens mal ein paar Tipps geben, wie er seinen Job so macht.
Ja, ich muss jetzt leider ausmachen wegen YouTube und so. Wir sehen uns in der nächsten Kanalbeschreibung und ich hoffe, das konnte dir ein bisschen helfen. Ciao!